Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie man Minecraft die Shader Mods installiert auf abgrundtief jeder Version. Also es muss halt raus sein dafür, das Update für den Shader. Aber ja, ihr ladet euch, das steht unten in der Infobeschreibung, so ein Crafting Terminal runter. Das führt ihr die Installer-Exe aus und so weiter und dann öffnet ihr diesen. Und dann, wenn ich das mal öffnen will, na, keine Rückmeldung. Ja, ich liebe meinen Computer. Na, geht doch. So. Dann öffnet ihr hier Client. Und ihr könnt es auch auf Deutsch machen. Ja, und dann könnt ihr jede Art von Mods installieren. Aber wir wollen ja jetzt halt nur den Shader und das zeige ich euch immer noch mal. Ihr nehmt einfach Optifine D2. Ich weiß nicht, ob das mit den anderen funktioniert, aber naja, ich mache es halt so. Dann machen wir Doppelklick drauf und ihr seht, das ist hier drin. Dann machen wir einfach Version ändern. Ja, jetzt habt ihr so einen super tollen Sound gehört. Das heißt, dass es funktioniert hat. Dann gehen wir hoch zu GLSL und hier benötigt Optifine D2. Den haben wir schon installiert. Jetzt machen wir E-Doppelklick, Version ändern. Hat auch funktioniert. Und jetzt gehen wir runter zu dem Shader. Ich nehme jetzt den Ultra. Ihr könnt euch auch den Light oder einfach den normalen holen. Und ich, ja, wie gesagt, nehme den Ultra, mache einfach Doppelklick drauf, Version ändern. So, jetzt müsste alles richtig sein, also installiert komplett. Ja, jetzt müsst ihr eigentlich nur noch auf Minecraft starten drücken. Und dann, ich zeige euch das einfach mal eine Sekunde. So, da sind wir jetzt bei Minecraft. Und wenn ich das jetzt einfach öffne, ihr müsst keine Einstellungen gehen, in die Einstellung gehen oder so. Ihr habt sie einfach direkt. Und ja, das war die Installation für den Shader. Ihr könnt mit diesem Programm übrigens so gut wie jeden Mod installieren und zwar ganz easy. Ihr müsst einfach nur immer gucken, was für den Mod benötigt wird. Also diese Hauptmod, sowas wie Forge oder Modloader, genau. Ich glaube, die mal reingekommen. Vielleicht habt ihr es hier bemerkt, ich bin hier gerade am Bauen gekommen. Black Ops 2 Zombie Map Town. Mal gucken, was daraus wird. Vielleicht ziehe ich es auch mal durch. Aber das erstmal dazu. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls ihr noch Fragen habt, bitte stellt sie in den Kommentaren. Ich werde sie dann auch beantworten. Und ja, bitte liken und abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. So wie immer. Das war's von mir. Ciao. Bis zum nächsten Mal.